Herzlich willkommen zur weiteren Fahrzeugkarte auf dem Marsch. Ich danke allen Zuschauern, die mal reingeschaut haben, mal geliked haben, mal kommentiert haben. Auch danke dafür für alles, für alle anderen Sachen, die ich jetzt vergessen habe vielleicht. Ja, wir fahren jetzt zum Getreideakier und verkaufen Mischfutter. Das klappt, das wird gleich sehen. Ein bisschen komisch, aber wer weiß, womit die alles handeln. Ne? Also da kommen wir jetzt nicht gut rum. Da fahren wir mal hier oben lang. Wir müssen irgendwie hin da zur grünen Säule. Da müssen wir hin. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen fürs nächste Feld, 19, was wir kaufen wollen. Da müssen wir uns nicht so hoch verschulden. Eigentlich müssen wir noch Holz machen für unseren Sägeweg, dass wir ein bisschen Paletten herstellen können. Zum Verkauf. Ja, mal schauen, was wir alles schaffen. Unsere Silage ist gerade noch bei uns liiert. Hier wollen wir noch düngen. Das kleine Feld. Ja, dann mal gucken, wo wir hinkommen jetzt. Ne? Ein bisschen ja, weit weg. Ne? Aber wir fahren ja mit voller Ladung, also das lohnt sich schon, denke ich mal. Kartoffeln wachsen auch schon. Ob wir jetzt gerade ausfahren und dann links? Ne, da links geht nichts. Da ist ein Deich. Dann müssen wir zur Straße wieder und dann oben links, ne, das Sägewerk. Ja. Mal gucken, da ist eine Brücke. Brücke ist da, um da irgendwie hin. Irgendwie müssen wir da hin. So. Das Sägewerk. Da ist eine Brücke und da. Wenn wir rechts fahren. Ein bisschen mal zurechtfinden auf der Vielfach, ne? Wo wir noch nicht waren, richtig. Wo nur der Allreif hingefahren ist, ne? Da werden wir jetzt mal ein bisschen fahren. Ja, Brückenbau wollte ich mir auch mal irgendwann drum kümmern, aber das wird mir mal beiseite geschoben. Erstmal ist wichtiger, dass wir unsere Ernte einfahren. Ne? Das ist immer wichtiger. Ernte und naja. Was halt so anliegt, ne? An Arbeiten. Dass unsere Schweine bald einen neuen Stall bekommen, dann werden wir auch noch bauen. Damit entsprechend unterbringen, dass wir die Ferkel, die zum Schlachten gehen später, aber nicht ohne Absicht mal unsere Muttertiere verkaufen. Die sollen ja 8 Jahre leben ungefähr. Und da wird mal gewechselt, ne? Aber ansonsten schauen wir mal. Irgendwo muss das hier Getreide AG sein, irgendwo. Ich glaube, ich habe ein Verfahren. Lohnzahlung. Naja. Wer weiß, wofür. Da blinkt links was. Wir müssen mal schauen, dass wir hinkommen. Ja, wir haben mal eine Ehrenrunde gefahren, ne? Ja, das macht ja auch nichts. Wir lieben Brücken, ne? Ja. Aber irgendwie war da hinten kein Weg dahin zu führen. Wir haben vielleicht in eine andere Richtung fahren müssen. Dann fahren wir uns noch. Dann fahren wir uns noch gleich hier um hier. Und festgefahren, ne? Irgendwo hängen wir fest.
Aber voll. Hat doch Allrad, ne? Bisschen Schwung nehmen. Geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Schlecht. Bisschen. Wir müssen gerade kommen, ne? Ihr wollt wissen, den Schwung mitnehmen. Ja. Bloß kein KI-Verkehr fährt. Ja, die Brücke vielleicht zu leicht für uns. Na, aber geschafft, gerade so mehr oder weniger. Ja, 52 Tonnen haben wir jetzt aktuell. Gesamtgewicht. Da haben wir schon geschafft, die Trailer geht da. Was die sagen, bevor da haben will, es kommt noch der Spruch, naja, kann man nicht rauchen, so ungefähr. Wir nehmen sowas hier nicht an. Dann haben wir garantiert bös vertan in der Meldung. Diese Meldung war ja wirklich diese Mischfabrik. Angezeigt wird schon mal. Oh ja, gut. Wir kriegen auch Geld. Können wir gebrauchen, das bisschen Kleingeld. Das war, naja, immerhin, ne? So. Wieder in der Höhe, ne? So, wir kommen hier wieder raus. Da vorne. Mit Outdrive können wir nicht zurückfahren, da wird sich irgendwo festfahren. Leider ist das so. Überlänge. Das alte Feld Nummer 650, das wird Mais. Steht auch zur Diskussion. Ob wir das vielleicht mal kaufen werden. Vielleicht. Aber die 19 ist immer Vorrang. So, mal schauen, ob hier eine Brücke ist irgendwo. Über den Deich, über ein Wasser, glaube ich, hier links ist eine Brücke. Müsste ja auch eine Straße, geht ja auch da lang. Oh, geht bergauf. Na gut, leer dürfte das kein Problem sein. Wir fahren ja leer. Ach, hey, über den Deich. Das macht doch heute keiner mehr. Heute macht es auch durch und kommt ein Tor rein. Für den Fall der Fälle, da kommt ein Tor. So. Da, ja, gleich die Wiese düngen, ne? Bevor wir das hier vergessen. Ja, die Felder sehen reif aus, sind aber noch nicht reif. Das ist das ganze Problem aktuell. Der Strom muss alles ins Lager beziehungsweise gleich in den Mischer zurück rein. Also müssen wir gleich näher dafür sorgen. Wenn die Erde da ist, ne? Also im Abernten natürlich, ne? Und dann das entsprechend reinfahren und dann so.
Jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir zum. Zum Sägewerk, holen einen Outroad-Hänger für Holz und fahren nochmal zum. Zu unserem Holzplatz. Ah, ja, genau. Düngen. Düngen war noch was. Düngen, düngen. Mal repariert werden und gewaschen werden. Ja, nächstes Mal vielleicht. Ja, so können wir auch fahren. Können wir halt durchfahren, ne? Ja, Dieselproduktion wäre an sich wichtig. Schweinefutter, Malz, Malzzeug für Bier und all sowas. Ja. Wir sehen, ob alles noch leisten können. Wir nehmen gleich normalen Helfer und dann den Rest nachdüngen. So, dann gleich zurück. Block hier. Achso, er nennt mich Objekt. Ja, Wachstum, gedüngt, voll und Wachstum. Ja. Letzte Frucht Getreide, das ist schlecht. Also vorletzte Frucht, da vom Brachland. Okay, dann dürften wir nicht ganz gut ernten. Getreide auf Getreide ist nicht gut. Also nächstes Mal, jetzt haben wir Weizen drauf, dann Gerste machen würden, wäre das nicht so gut, weil hier mal gucken. Der Gras ist weg. Wir haben hier fast 600.000 Heu. Das ist viel. Das ist gut. Da können wir viel herstellen. Da kann die Produktion laufen, kann man was verkaufen. Das geht gut. Die Silage machen wir auch noch fleißig, aber meist werden wir eine BGH reingeben. Tamu. Bald für Mittagszeit, Mann. Scheiße. Entschuldigung. Aber immer haben wir ja schon drei Folgen geschafft. Kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir es hin. Mal sehen. Ich habe ja nächste Woche Frühschicht, da kann man ja nachher das Zeit. Sehe man nicht so eng. Spätschicht ist immer ungünstig, da das nach der Arbeit und so, da ist man nix. Aber am Freitag ist ja pünktlich Feierabend und auch früher als normal in der Woche. Geht es schon. So, ob wir noch Holz da haben auf dem Sägewerk, ich weiß es nicht. Wollen wir schauen. Modhub gibt einen neuen Mod für Harvester zum Bäume fällen. Der macht bis 25 Meter Länge. Hm. Hat nur den Vorteil, man hat einen Schlag den Baum Sägewerk. Ne? Also von der Produktion her ist es ganz gut, weil dann hast du weniger Arbeit. Mit Sägen, ne? Und aufladen. Aber, also Kurven mag er nicht. Müssen wir noch einen Takt dafür nehmen, ne? Wäre sinnvoller.
LKW ist dann ein bisschen zu schnell und zu ja, kippt so leicht. Schauen wir uns die Silage macht. Wir fertig, der kleine Feld da. So, Zeit, oh 15, ja, bald wieder zu Ende. So. Gras. Ja, ein Tag noch. Dann ist im Grunde kein Gras mehr normalerweise, ist halb Silage. Wird man sagen, zu den Kühen, das ist schlechtes Gras, das ist schon schlecht. Es gibt Silagepressen, die können bis 1,80 Meter pressen. Das wäre hier ein großer Vorteil. Auch wegen Transport, man würde sofort mehr mitkriegen. So, haben wir noch Holz hier? Oder müssen wir noch fällen? Ich glaube, wir müssen noch fällen. Wir müssen nächste Folge mal fällen. Gepflanzt haben wir schon, sieht man zwar kaum, aber ja, wir müssen ein paar fällen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Seid mal tschüss und wegen Winkel, schau. Man hört, sieht sich dann zur nächsten Folge, vielleicht. Ne? Wenn ihr reinschaut, schon. Morgen geht es weiter mit Holz. Ne? Also, tschüss.